So, ich begrüße alle recht herzlich. Wir wollen jetzt den Antrag oder wir bringen den Antrag Daseinsvorsorge ausgestaltet, ein Grundangebot für den ÖPNV vorstellen, einbringen. Und darin heißt es, der Landtag möge beschließen. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, ein Konzept zu erarbeiten, dabei folgende Punkte zu berücksichtigen. Die Erreichbarkeit im ländlichen Raum durch den ÖPNV ist sicherzustellen. Dabei ist ein Mindeststandard für ein Grundangebot an Verkehrsleistungen zu definieren. Hierbei ist zu erörtern, wie zukünftig ein flächendeckendes ÖPNV-Netz auf der Basis von Grundangeboten finanziert werden kann und im Zuge dessen ein langfristiger Planungshorizont zugrunde zu legen ist. Das Thema ist einfach das Grundangebot für die ÖPNV, so wir diskutieren am Donnerstag diese Daseinsvorsorge, die ausgestaltet sein muss, wie ein Grundangebot für den oder wo wir das Grundangebot für den ÖPNV definieren. Ziel des Antrags ist, ein Konzept sowie eine Diskussion im Land anzustoßen, über ein Mindestmaß an eine flächendeckende Verfügbarkeit des öffentlichen Personennahverkehrs in Brandenburg. Hierbei beziehen wir uns an das positive Schweizer Vorbild. Dem bekannten Phänomen der sich selbst verstärkenden Negativspirale im ÖPNV muss aus Sicht der AfD-Fraktion Brandenburg eine Grenze gesetzt werden. Diese Grenze, wenn sie gezogen werden soll, dann auch durch die Akzeptanz durch den Bürger, durch die Bürger Brandenburgs und der brandenburgischen Politik muss dann getragen werden. Es kann nicht sein, dass es außerhalb größerer Kommunen quasi nicht mehr möglich ist, ohne Auto zu reisen. Diese Abhängigkeit von Auto bzw. diese Alternativlosigkeit muss der Gesetzgeber etwas entgegensetzen. Und darüber wollen wir im Rahmen der Konzepterstellung reden.